von der dritten Position mit einem glänzenden Start. Jannis Fitje daher, der übernimmt direkt mal Position 2 und versucht sich dahinter Schumacher einzuklinken, muss sich aber erstmal eines Rehangriffsversuches erwehren, nimmt ein bisschen die Linie zu weit außen und verliert den zweiten Platz wieder, vermutlich an Camille Laliberté, an den Piloten von Amersfoort Racing, Kurve 1, ganz neuralgischer Punkt hier unten auf der Strecke, logischerweise, und man muss sagen, alle 34, 35 Piloten haben offensichtlich diesen Start richtig gut hinbekommen. Da war viel Disziplin im Feld, wie wir auch gestern schon in den Trainingssitzungen gesehen haben, dass das Feld sehr, sehr gut eingestimmt wurde durch den Rennleiter, durch Race Director Sven Stoppe, der ja an diesem Wochenende hier eine Mehrfachfunktion ausübt und der sicherlich den Jungs da einiges und Mädels mit auf den Weg gegeben hat. Da gibt es dann doch die ein oder anderen Schwierigkeiten und jetzt geht's richtig rund. Jetzt haben wir also mindestens Safety Car. Da gibt es wohl nichts dran zu rütteln. Vorne sehen wir auf jeden Fall, ja, Safety Car kommt, das ist schon mal klar. Frage ist, ob es dabei bleibt. Also, Luca Engstler haben wir im Kiesbett stehen sehen. Das war das Auto vom Liqui-Moly-Team. Engstler, der hier vorne mit der Startnummer 8 steht. Rot kommt, ich habe es befürchtet, also da kann man mit Safety Car nicht mehr weiter. Hier das Auto mit der 81 im Bild. Da gehen wir jetzt mal in unserer Starterliste auch ein kleines bisschen durch. Niklas Nielsen, der Däne, der ja Doppelstarter ist, wenn man so will, weil er eben halt parallel zur ADAC Formel 4 ja auch im Audi Sport TT Cup im Einsatz ist und dort letzte Woche am Nürburgring noch unterwegs war. Also schade, man muss, das ist eine Hausnummer, die fährt ein Dreirad mit dem Rennen, sensationell. Aber der hält das Auto auf der Bahn, es war glaube ich die 13, haben wir es richtig gesehen? Und wenn dann eben halt 5, 6 Fahrzeuge nebeneinander sind, ein siebtes passt nicht durch, wenn sich da einer von dreht, dann ist dahinter mal Holland in Not. Wir sehen die Startphase nochmal, sehen, dass Jannis Fitje sich da im Bereich der Kurve 1 als Zweitplatzierter ein bisschen verbremst hat, einen Tacken zu spät auf der Bremse stand, dadurch den zweiten Platz verloren hatte an Camille Laliberté, an den Piloten von Amersfoort Racing. Hier nochmal die Startphase aus anderer Sicht. Da sehen Sie das schwarze Fahrzeug mit weißer Nase in der jetzt zweiten Position. Jannis Fitje, der einen richtig guten Start erwischt hat, der ordentlich hinter Schumacher herkam und jetzt einen Tacken zu spät auf der Bremse steht und da sticht das schwarze Fahrzeug neonrot abgesetzt von Amersfoort Racing, Camille Laliberté, innen rein. Und hier sehen wir, dass dort im Bereich Mittelfeld einer querstand. Der hatte das Fahrzeug aufgerissen an der Seite, so möchte man sagen. Der hat den Frontspoiler da geparkt. Der hat einfach nur den Frontspoiler in der Seite seines Nebenherfahrenden eingeparkt. Auch eine nette Geschichte. Haben wir so, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Ich dachte erst, da wäre der Seitenkasten hochgeklappt gewesen. Aber das war der Frontspoiler. Das war die Sophia Flösch. Ach, Sophie, okay. Ja. Hier sehen wir es nochmal im Bereich Mittelfeld. Und dann kam eben halt dieses Durcheinander, in dem der ein oder andere versucht hatte, irgendwie auszuweichen, was nicht wirklich funktioniert hat. Wie gesagt, es ist halt eben dann eine typische Rennunfallsituation im ersten Moment, die die Kettenreaktion auslöst aufgrund der Menge an Fahrzeugen im Feld, wo einfach dann definitiv, wie wir es gerade gesagt haben, auch überhaupt kein Platz mehr da ist. Ja, Kevin Kratz, vorhin in Schwierigkeiten gewesen, schon bei der Outlap aus der Boxengasse raus in Richtung Startaufstellung. Ein Luca Engstler, der sich da ein bisschen zusammengestaucht hat im Fahrzeug. Das Fahrzeug hat ja ein kleines bisschen sich ausgehebelt und kam dann relativ stumpf wieder auf den Boden zurück. Das ist unser Dreirad, das ist Yannick Brandt. Naja, ich will nicht sagen, man fühlt sich irgendwie in Kindheitstage versetzt, ne? Als man noch Dreirad gefahren ist. Aber ich meine, du musst das Ding auch erstmal nach Hause bringen. Da haben wir noch Julian Hanses. Ach so, der Reifen von der Folge, ja auch nicht schlecht. Hier sehen wir übrigens jetzt auch einige Einzelteile, die noch durch die Gegend transportiert werden. Also es ist viel zu tun. Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein kleines bisschen den Moment verloren von dem, was ich eigentlich fragen wollte. Kevin Kratz war es. Man muss sich einzeln auf das konzentrieren. Also wenn das erste Rennen nicht gut gelaufen ist, klar, dann nervt man sich, dann ist es schade. Aber da muss man sich ziemlich schnell wieder einkriegen, sodass man sich auf das nächste vorbereiten kann. Mhm. Michel, du schüttelst auch gerade so ein kleines bisschen den Kopf. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, ne? Sophia Flörsch wurde eben halt kurzerhand mal zum Gepäckträger umfunktioniert, hat diesen Frontspoiler dort in die Seite hineingestopft bekommen, versuchte dann irgendwie wieder den Blick nach vorne zu richten und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Denn da ist sie mit einem kollidiert aus dem Haus, ich glaube, das war ein Prima Power Team Auto, was dort mit involviert war, was davon Sophia Flörsch dann rumgedreht wurde. Aber in dem Moment, wo du natürlich irgendwo etwas abbekommst, bei Sophia war es eben halt das Parken des Frontspoilers. Michel, ich glaube, dann gehen einem auch, oder dann hat man auch nicht mehr wirklich.